Weiter geht es mit einer neuen mörderischen Folge Mittelerde, Schatten des Krieges. Freut mich, dass du da draußen wieder mit am Start bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte mörderische Video bewertet haben. Ja, und wie immer, Leute, wenn ihr mehr sehen wollt, wenn ihr haben wollt, dass mehr Mittelerde, Schatten des Krieges kommt, einfach nur bewerten und damit signalisiert ihr auch, hey, wir haben Bock, wir haben richtig Bock, wir wollen mehr. Gut, was wollen wir heute machen? Ich will heute meinen alten besten Freund... Den guten alten Mann hier drüben. Moment. Moment. Seinen Namen kann man nicht einfach so über die Lippen bringen. Hier ist er doch. Der gute alte Kuga. Armee. Was ist denn los? Kuga, die Maschine. Den wollen wir heute versklaven. Ich will haben, dass dieses Monster mir dient. Ich finde, er sieht immer noch ultra heftig aus. So im Vergleich zu anderen, oder? Der hat irgendwie so seine ganz eigene Magie. Ich will ihn haben. Ich will ihn haben. Im Moment haben wir nicht viel. Wir haben ihn hier. Der ist neu dabei. Level 37. Ja, der ist schon ganz schön frech, ne? Der ist schon ganz schön frech unterwegs. Toller Typ. Ganz neu hier im Bunde. Also, wir müssen erstmal töten. Wir müssen erstmal richtig, richtig heftig töten, damit wir an den Chef da oben rankommen. Und deswegen gehen wir hier hin. Wir holen uns mal die ganzen Außenposten. Mal sehen, was wir da machen müssen. Und auf jeden Fall werden wir hier noch ein bisschen leveln können. Was ja auch immer eine sehr gute Sache ist, oder? Ein kleines bisschen leveln. Na du? Du kleiner Außenposten. Ein Unbekannter. Uloks sind die Stützpfeiler der Truppen des Häuptlings. Wirf sie um. Okay, wieder so ein Ulok-Freund. Da drüben rennen ziemlich viele rum. Das ist wieder so ein Außenposten, der randvoll ist mit Uruks und Ulok. Wir machen mal hier so eine kleine Explosion. Und machen den hier. Mal sehen, was passiert. Guck mal hier. Wenn wir so viel Fleisch rumhängen. Also wenn jetzt keine Monster kommen... Dann, I don't know. I don't know. Ich warte hier unten auf dich, komm runter und... Stich. Oh, wow, 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 was ist hier los? Es regnet Uruks. Alter, wie viele kommen denn hier schon wieder? Holy schmoly. Wie schon wieder jeder mir auf die Eier gehen muss, ne? Jetzt haben wir gleich Alarm, es eskaliert, immer wieder das alte Lied. Ich habe keine Munition mehr, Jungs. Nix Munition. Alter, wie viele. Wie abgefuckt viele. Und alle wollen hier drüben hin. Erstmal den hier. Und hoffen, dass es zieht. Drei. Jetzt sterben sie, Freunde. Oh, die gehen drauf. Die gehen hart drauf. Kommt schon in die Flammen. Ihr Scheißkerle. Alle müssen brennen. Der Belesene. Level 22. Loser. Die hatten es verdient. Und rate mal. Du ebenfalls. Nerd. Wir töten einen Nerd. Ob ich das gut finde... Ja, oh, vielleicht. Ich weiß noch nicht so genau. Wo ist er denn? Hier drüben. Hey, was machst du da oben? Komm hier runter! Auf meine Klinge! Ronk. Ronk! Der Belesene. Vielleicht übernehme ich dich. Ich zitter schon wieder. Der Mann ist schon wieder am Zittern. Achtung, Vorsicht, 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 Vorsicht. Das eskaliert. Das eskaliert schon wieder. Ich brauche ein bisschen Munition. Leute, 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 Leute. Bada Bams. Okay, er ist wütend. Herumgehüpfe, darauf steht er gar nicht.
Er ist also sehr leicht reizbar. Ist vielleicht gar nicht mal so dumm, oder? Ich meine, je schneller der durchdreht, umso krasser ist er zu meinen Feinden. So, wir machen den da und den hier. Da brennt die Hütte. Da brennt das Loch, hä? Komm schon. Alter, was war denn das eben gerade? Ich wollte eben gerade meine Fähigkeiten einsetzen. Ja, und dann war Ende im Gelände. Erstmal hier drauf. Sehr viel Grog. Hier ist sehr, sehr viel Grog. Deine Jungs sterben wie die Fliegen. Und hier die nächste Welle. Alle verbrennen. Ich bin verdammt gut heute in Form, hä? Huh? Ey, der holt immer wieder neue dazu, kann es sein? Und zack! Diesmal hat er sich geschützt, er lernt dazu. Aber er ist beinahe besiegt. Aber ja, für Level 22 stellt er sich gar nicht mal so schlecht an, finde ich. Oing! Er hat sich angepasst. Ja, gut. Alter. Der ist gar nicht mal so schlecht. What the fuck? Jetzt dreht er durch. Nein, er tötet mich. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Er hat ihn getötet. Du Monster, ich wollte ihn übernehmen. Alter. Du kranker Bastard. Du hast ihn einfach gekillt. Der Typ ist auf einmal voll durchgedreht. Ihr habt es alle gesehen. Er hatte Schaum vor dem Mund. Hat mich bedroht. Wollte mich töten. Eine Sorge weniger. Level 23, ja? Ja. Jetzt ist es leichter, dieses Gebiet zu durchqueren. Ja, wo ist denn hier das Monument? Hinter mir. Irgendwo hinter mir. Ach, was haben wir denn hier? Einen wunderschönen Sauron, ha? Okay, der Dunkelstamm hat hier das Sagen. Gut zu wissen. Dann gehen wir hier hin. Nächster Außenposten. Erstmal die Außenposten wegholen. Aber ich will eigentlich hier eine Armee aufbauen, ne? Also, jeden zu töten ist gar nicht in meinem Interesse unbedingt. Aber die sind alle so unglaublich schwach. Ich bin vielleicht auch unglaublich stark, ich weiß es nicht. Ich bin schon eine ziemliche Maschine, oder? Und wir rennen durch die Gegend und holen uns Informationen. Also, mein junger Schüler, wen haben wir hier? Blutverrückter. Er mag keine Fliegen. Ich versuch's, ihn zu übernehmen. Weil irgendjemanden brauchen wir hier, denn sonst haben wir kein Team für den Angriff. Kann man verstehen, oder? Wir haben halt extrem viel gelevelt. Ich habe halt viel rumgespielt mit den Uruks. Viele Nebensachen gemacht. Wir sind halt wirklich ultra buff. Wir sind locker 12 Level über der Story. Yo, Level 19. Was soll ich mit denen? Die esse ich zum Frühstück. Wahnsinn. Diese kleinen Babys hier. Aber der sieht gut aus, oder? Der hat Stil. Den will ich. Mal sehen, wie schnell und leise du dich ganz allein wiederfindest. Ich will dich in meiner Gang. Ich hab voll Bock auf dich, du bist ein cooler Typ. Diesen Song habe ich extra für dich geschrieben. Ich wünsche mir eine bequeme Rüstung, in der ich schlafen kann.
Es ist so umständlich, sie. Ja, töte ihn doch. Ich hab gelernt, im Stehen. Was ist mit töten? Ich kann ihn nicht töten. Das gibt es nicht. Ich will doch nur jemanden töten. Oh, jetzt sind die alle ready hier, oder was? Ich will doch nur jemanden töten. Und ich habe keine Zeit mehr. Ich versau's gerade. So, jetzt den. Geht noch einer hier drüben? Okay, noch zwei Stück. Der Außenposten ist relativ groß. Ich kann auch den hier töten. Und den hier töten. Okay, wir haben es hinbekommen. Oh, du kannst zügig töten. Zack und weg, sehr schön. Aber wie sieht's mit deiner Ausdauer aus? Das finden wir gleich raus. Na, wie wär's? Du in meinem Team. Hast du Bock? Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, er hat Bock. Er will mitspielen in meinem Team. Unbedingt. Alle haben ein bisschen Geld. Du bist jetzt tot. Alter, was war das eben gerade für ein Sprung? Guten Morgen. Wir werden deine erbärmlichen Gliedmaßen ausreißen. Das will ich sehen. Alter, ich glaub nicht dran. Ehrlich gesagt, ich glaub nicht wirklich dran. Alter, wie er down geht, der Dude. So, bereit zu brennen? Auf geht's! Kleines belgisches Barbecue. Oh, Vorsicht, 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 Vorsicht. Vorsicht. Ah, ist er wütend. Ich wette, den einzigen, der jetzt cool aussieht, den bekomme ich wieder nicht. What the fuck? Kann er sich mal beruhigen? Ja, der dreht voll durch. Ah, der hat mich schon wieder getroffen. Dann ist irgendwas heftig explodiert. Ich krieg keine Luft mehr. Einfach zu heftig. Jetzt. Was denn? Was denn? Was ist das hier? Okay, der ist verbrannt. Alter, da verreckst du ja am echten Leben. Wenn es hier immer so zur Sache geht. Na, aber jetzt. Drück doch! Ich kann ihn nicht übernehmen. Ich kann ihn aus irgendeinem Grund nicht übernehmen. Das ist der Klang meiner Uhr gewesen. Das gibt es nicht. Der visiert alles an, nur nicht den, den ich will. Er regt ja schon wieder voll die Panik. Ich muss ein bisschen Distanz gewinnen. Boah, Alter. Der Typ dreht durch. Der Typ dreht durch. Und jetzt, hol ihn dir. Ich kann ihn nicht anvisieren, aus irgendeinem Grund. Jetzt, endlich. Oh, was für ein Drama wieder. Was für ein Drama, was für ein... Ab jetzt dienst du mir. Alter, was für ein Drama. Ich bin dein Auserwählter. Auserwählter. Junge, du bist mein Leibwächter, wie wäre das, huh? Du bist echt gut. Für so ein Low Level hätte mich beinahe fertig gemacht, ne? Ich konnte den nicht auswählen. Dauernd hat er irgendjemand anderes ausgewählt. Nur nicht den, den ich will. Echt jetzt? Oh, wir haben die Mission. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Was ist hier drüben los? Ja, gehen wir hin. Warte mal, ist hier irgendwo noch ein Außenposten in der Nähe? Nop, 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 nop. Nein. Leider nein. Drama pur, ne? Drama pur.
Und was bekomme ich hier? Yes! Not the better! Das Leveln dauert jetzt richtig lang. Monument noch mitgenommen. Ich will eigentlich in den nächsten Folgen, also in den nächsten zwei Folgen, um es genauer zu sagen, will ich eigentlich hier King sein in der Region. Würde ich es sehr begrüßen, wenn alles hier mir gehört. Wäre endgeil, oder? Moment, hier drüben ist jemand. Garl. Der Beobachter. Oh, du siehst so endlangweilig aus. Ja, was denn? Hört gut zu, Männer. Gleich vernehmt ihr alle Arten von Schreien, die Bleich heute so machen. Okay. Willst du wirklich sterben? Ach ja, du bist ja sicher vor Beschuss. Ich muss da mal durch. Ein wenig Fokus wäre schön. Die große Spinne, ha? Ey, hier bekomme ich echt gut Juwelen. Schon geilo. Sehr, sehr geilo. Jetzt gehen wir uns hier um den Konflikt kümmern. War wohl nur eine Ziege. Alter, habt ihr jemals hier eine Ziege gesehen? Ich nicht. Hier in der Gegend gibt es keine Ziegen. Ja. Mein Mann ging unbekannt. Hier drüben! Ich sehe ihn! Na, fang mich doch, wenn du mich willst! Alright! Mein Bein ist eingefroren! Also, was kannst du so? Du, Gorg. Macht besessen? Na, wir können es mal probieren. Wo will er denn hin? Der kleine Freund. Ich glaube, mein Mann wird ihn zerstückeln. Alter. Alter. Ich konnte nichts mehr machen. Ein Stich und er war tot. Yo. Meiner ist ein Level weiter. Ja, Mahlzeit, ne? Krasser Dude. Props, gut gemacht. Bin stolz auf dich. Heftig. Ich wollte einmal reinsticheln, aber der ist ja sofort verreckt. Und hat mein Typ, während ich noch in der Slow-Mo war, ihm den Rest gegeben. Explosion. Hat ein Juwel mitgenommen. Immer gut. Also, machen wir die nächste Mission. Deswegen sind wir ja hier in der Gegend. Damit Bruce endlich drauf geht. Kann ja wohl nicht sein. Der Mann führt uns an der Nase herum. Wir müssen schnell handeln. Folg mir. Lass mich raten. Es kam noch eine Nachricht von Bruce. Genau. Und ihr Inhalt wird dir nicht gefallen. Bruce hat ein paar deiner Jungs geschnappt und vergiftet. Er sagt, wenn du dich nicht beeilst, werden sie sterben. Wir müssen ihn aufhalten. Während du dich darum kümmerst, verfolge ich weiter Bruce. Ratback und Grabwandler, was für ein Gespann. Du ignorierst mich, oder? Etwa, weil ich Ratback zuerst gesagt habe? Wie steht's mit Grabwandler und Ratback? Besser? Ja, besser. Ja, deutlich. Bist ein guter Mann. Bist ein guter Uruk, meine ich. Bist ja kein Mann in dem Sinne.
Na okay, los. Hier ist es. Du machst dein Ding und ich erledige meinen genauso wichtigen und heldenhaften Auftrag. Aha. Oh, na, alle meine Männer. Dieser Arsch. Okay, wir fangen beim Besten an, oder? Ich meine, der, der am wichtigsten ist, muss überleben. Ich habe dich schon erwartet. Wer? Bruce, wenn dich und deine Jungs leiden sehen. Alter, lass doch mal meine Jungs da raus. Was haben die dir getan? Das sind unschuldige kleine Uruks. Er war nie wirklich Oberherr, ja? Er hat sich das ergaunert. Er war nie offiziell Oberherr. Versteht ihr, ihr Vollidioten? So. Zufrieden jetzt? Gut. Ihr denkt ja auch nicht nach. Ihr handelt. So, wo ist denn jetzt hier mein Mann? Was machen die hier? Die kotzen. Warum kotzen die? Habt ihr euch das Gift reingefegt oder wie? So, Kumpel. Alles wird gut. Bist doch mein Schnucki. Jetzt muss ich mich wohl auch nach raus kämpfen. Sollten Weichei. Was willst du denn dazu sagen, ha? Bruce war ein Lutscher. Wer redet denn da? Wer ist das denn? Könntest du das lassen? Was lassen? Das da? Nee, kann ich nicht. So. Und du bist frei. Gut, der letzte ist irgendwo da drüben. Du bist dabei zu verlieren. Ich wollte es nur gesagt haben. Also, es sieht nicht gut aus, Kumpel. Gar nicht gut. Ja, soll er halt. Das stimmt, ich bereue es. Weil er ein Wichser ist. Ah, ich kann da nicht rumgreifen. Das ist keine Folter, das ist einfach nur dumm. Guck mal hier, und schon sind sie tot. Ja, aber natürlich, du hast mir das Leben gerettet, ich schulde dir eh was. So. Wo ist dieser Gefolgsmann jetzt? Level 27? Du dienst also Bruce, ja? Ich finde, du musst unbedingt mal zum Zahnarzt, denn es sieht nicht gut aus. Ich werde dich versklaven, Alter. Ich werde dich hart demütigen. Ich enttäusche Bruce nicht. Du wirst für deine Taten leiden. So, schon mal überlegt, den Arbeitgeber zu wechseln, weil Bruce hat bestimmt nicht so eine geile Krankenversicherung wie ich. Oh, wow, wow, wow. Boah, es war knapp, du wärst beinahe gestorben. Ich bin jetzt dein Herr. Ich töte deine Feinde. Feinde. Ab. Obwohl, kann ich ihn als Spion einsetzen? Eindrängen. Ah, scheiß drauf. Langweilig. Yes, Baby. Und noch saftig Level Up. Ich glaube, mir reicht es mit Bruce und seinen Possen. Du weißt, was getan werden muss. Der Tod wird nicht reichen. Statuiere ein Exempel, auf das er eine Warnung ist, für jene, die ihm zu folgen gedenken.
Alter, irgendwo hier ist eine verdammt gute Rune. Ich meine Juwel, wenn ich Rune sage. Hier drüben. Cool. Direkt hier poliert. So muss das sein, oder? So muss das sein. God damn it, Bruce. Du gehst mir so auf den Pinsel. Aber so hart. So hart und heftig gehst du mir auf den Schlong. Irgendwo ist auch noch ein Artefakt. Irgendwo hier unten. Ja, gefunden. Ich habe ihn nie beschämt, oder? Habe ich ihn beschämt? Nein. Durch die Lektüre von Die Geschichte und die Völker Gondors lernt jedes Kind unzählige Lektionen über die Geschichte unseres Reiches, unsere Könige und Helden, unsere Schlachten und Siege. Das gilt doppelt für diejenigen von uns, die an Gondors Grenzen aufwuchsen. Die Lehrer meinten es gut. Sie wollten uns inspirieren. Doch all die Geschichten von Gondor erinnern uns daran, wie sehr wir Mordors Bedrohung ausgesetzt sind. Nun, meine Damen und... Gondors Geschichte. Triumph in einem Kapitel, Verzweiflung im nächsten. Kümmere dich um das noch ungeschriebene Kapitel. Meine Herren, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Die Folge ist leider schon wieder vorbei. Es geht immer so schnell, ne? Zack, ist die Folge durch. Wenn ihr noch eine sehen wollt, bewerten. Wie immer, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.